Hallo zusammen, ist wieder euer 897 mit Let's Play Nier. Wir waren hier stehen geblieben im letzten Part bei dem Code. Ich habe jetzt gerade vergessen, mein Stoppuhr zu stellen. Das heißt, ich habe ein paar Sekunden zu spät, aber ist egal. Es ist eine Art Code. Kannst du seine Bedeutung bestimmen? Ich vermute, dies ist der Schlüssel zur Burg des Schattenlords. Hier, sieh dir das mal an. Der Steinwächter, treuer Cerberus, der Gedächtnisbaum, Opfer... Das Gesetz der Robotik. Ich habe alle Wörter aufgeschrieben, die ich verstehe. Dieses Fragment nennt sich der Steinwächter. Da du es im verschollenen Schrein gefunden hast, müssen diese Worte etwas bedeuten. Hier ist zudem Platz für 4 weitere Fragmente. Opfer, das Gesetz der Robotik, der Gedächtnisbaum, treuer Cerberus. Das Gesetz der Robotik hat vermutlich etwas mit dem Müllberg zu tun. Und der Gedächtnisbaum könnte im Märchenwald sein. Aber was Opfer und treuer Cerberus angeht, da muss ich passen. Kein Problem. Um die Wörter einzusetzen, müssen wir einfach in der Welt umherziehen und alle großen Monster töten, die wir finden. Richtig? Oh, herrlich. Ja, lass uns ein Massaker anrichten. Entweder wir töten sie oder sie töten uns. Außerdem ist das der einzige Weg, um an den Schattenlord zu gelangen. Das wird nicht einfach werden. Schatten töten und meine Tochter retten. Die einfachste Sache der Welt. Aber wie kannst du dir so sicher sein, dass sie... Weiß sie es ist, okay? Also, Müllberg und Märchenwald, richtig? Ich mache mich auf den Weg. Bitte sei vorsichtig. Ja, Müllberg und Märchenwald. Wir drehen um. Oh, und hör mal, was Kaini und Emil angeht. Die Dorfbewohner wissen, wie viel sie geopfert haben und sind dankbar. Aber sie haben Angst, verstehst du? Sie können sich nicht über Nacht ändern. Ich werde ihnen weiterhin gut zureden, aber gib ihnen bitte noch ein wenig Zeit, okay? Na schön. Okay, gehen wir mal. Und gehen die nächste Aufgabe an. Wir kennen sie ja schon. Vielleicht schaffe ich es ja, eine Aufgabe pro Part zu machen, aber ich werde es wahrscheinlich eh nicht hinkriegen, zeitlich. Wäre schön, muss aber nicht sein. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Aber ich versuch's trotzdem. Weil das letzte habe ich jetzt circa eine halbe Stunde gebraucht. 18 Minuten Material ist rausgekommen. Ist okay. Nun, was als nächstes? Märchenwald oder Müllberg? Ich werde wieder genauso vorgehen wie beim letzten Mal. Deswegen gehen wir zuerst zum Märchenwald. Popola meinte, wir können im Märchenwald etwas finden. Du wirst es mir nachsehen, dass ich von einer solchen Reise wenig begeistert bin. Ja, Müllberg. Märchenwald. Ich bin selbst schon ganz verwirrt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns am Märchenwald, wenn was Interessantes passiert. Wisst ihr, schneide ich rein. Bis gleich. So, entschuldigt, dass ich hier reinschneide. Aber entweder es sind nur Leuchtis an diesen Stein oder stehen Schatten drumrum. Ich bin mir nicht ganz sicher, es sind anscheinend nur Leuchtis. Das wollte ich einfach mal kurz gezeigt haben, weil Leuchti-Schatten und da wird geballert. Da ist super, die spielen Ego-Shooter da hinten. Ich bin so dumm, die Gegner zu hauen. Das muss er auch erstmal können. Dumm, den Gegner zu töten. So, weg sind sie doch. Geht doch so leicht. Und das sind nur Leuchtis. Okay, dann bis gleich beim Märchenwald. Und ich bin jetzt angekommen. Ich habe gerade noch den Eber erledigt. Und jetzt können wir uns dem Märchenwald widmen. Bin sehr gespannt, was sich hier jetzt verändert hat. Im Vergleich zum ersten Mal. Weil ihr kennt Nier. Wenn sich nichts verändert hätte, wäre es nicht Nier. This is the village from the dream. Yeah. Truly a nightmare I hope never to experience again. I hear you. Ja, nochmal. Der Albtraum. Gucken wir es uns an. Typine. Typi. Baum. Hier ist nicht viel. Aber gucken wir, ob sich die Dialoge verändert haben. Oh, hallo, wie geht's? Hä, ihr wollt wissen, ob irgendetwas Ungewöhnliches vor sich geht?
Nun, ich spüre eine seltsame Präsenz, wenn ich den heiligen Baum aufsuche. Der heilige Baum? Ja, das ist ein legendärer Baum, der mitten unseres Dorfes steht. Seid ihr der Ursache dieser Präsenz auf den Grund gegangen? Nicht wirklich. Nein. Und warum nicht? Nun, wir sollten eigentlich nicht in die Nähe des Baumes gehen, außer zum Beten. Und warum ist das so? Ich weiß es nicht, okay? Es war halt schon immer so. Merkwürdig. Ja, dann gehen wir einfach mal zum Baum. Wir sind zu dreist und gehen nicht zum Beten hier hin. Haha, weil dein Leuchti ist. Leuchti. Wir sind das Gras. Wir sind die Bäume. Wir sind die Wälder. Warum treffen wir in letzter Zeit andauernd auf seltsame Leute? Du musst gerade reden, Weiß. Pah, als ob Gimol Weiß solch einen ausgemachten Unsinn von sich geben könnte. Warte mal, ich glaube nicht, dass er fertig ist. Die dunkle Gestalt, die alle Erinnerungen lenkt. Mögen sich die Worte zu eurem Wohlgefallen formen. Das wäre schön. Schwarz, pure Dunkelheit, alles übermalend. Worte, hier und dort in der Dunkelheit verteilt. Nette Worte, schwierige Worte, sinnliche Worte. Sie alle erstrahlen wie Juwelen in der Dunkelheit. Die Worte waren nur wenige, aber die Zeit war kürzer. Die Worte verzweifelt ergreifend richtete sich der Baum an den Himmel. Dies ist falsch, flüsterte der Baum mit der Stimme des Windes durch die Blätter. Dies ist nicht so, wie es sein sollte. Der Plan ist fehlgeschlagen. Einst, vor langer Zeit, erinnerte sich der Baum an alles in der Welt. Das war seine Aufgabe, seine Bestimmung. Er zitterte vor Freude, während er die Erinnerungen der Menschheit sammelte. Dies war kein Zufall, Gefühle waren genauso ein Teil des Baumes wie Wurzeln und Rinde. Erinnerungen, die sich wie Tau an den dicken grünen Blättern des Baumes sammelten. Und einst spannten sie ein Netz, das sich über die ganze Welt erstreckte. Worte kollabierten zu Sonnenlicht, bevor sie durch die Blätter in das Reservoir von Erinnerungen gelangten. Von dort vereinigten sich die Worte zu Kolonien, die Kolonien zu Lichtstrudeln und das Licht verband sich zu Sternen. Jeder Stern war wie ein Kind des Baumes und er liebte sie alle. Sieh dir meine Erinnerung an. Ein Kind ist hier, niedergerungen von der Seuche. Es ist viel zu jung, um so gelitten zu haben. Der Junge ist unbeschreiblich dünn und seine Haut noch blasser als das Krankenhauslaken, auf dem er liegt. Seine Eltern besuchen ihn nicht mehr, da sie es nicht ertragen können, ihn leiden zu sehen. Die Ärzte haben sein Schicksal schon vor langem in die Hände der Götter gelegt. Auch der Junge hat die Hoffnung aufgegeben. Seltsame Gefühle, Ermüdung, Hass schwellen in den dunklen Abgründen seines jungen Herzens an. Er versucht sich dem schwarzen Terror, der in seinen Körper keimt, zu widersetzen, aber weder Anstrengungen noch Tränen können den Eindringling vertreiben. Er hat vor langer Zeit aufgehört, sich über seine Eltern und Ärzte zu ärgern. Einst tat er das, aber nun ist sein Schmerz so groß, dass er kaum noch Platz in seinem Herzen hat, um an andere zu denken. Nur bei einer Person findet der Junge Trost. Ein gesundes, junges Mädchen mit gebräunter Haut und braunen Augen. Sie ist ein Leuchtfeuer der Helligkeit und des Lichts in der Welt des Jungen. Trotz ihrer Anwesenheit, allein ihre Anwesenheit spendet ihm Trost, Entschuldigung. Aber er ist nicht in der Lage, ihr ins Gesicht zu schauen. Immer wenn sie sich sehen, ist der Junge von Abscheu über seinen eigenen Zustand erfüllt. Bald schon nagt diese Abscheu an der Freude, die er durch den Besuch des Mädchens erfährt. Das Mädchen wird aufhören zu kommen, er weiß es. Jeden wachen Moment verbringt er mit der Furcht vor diesem Tag. Er glaubt, dass er es verhindern könnte, wenn er nur in der Lage wäre, mit ihr zu reden, wenn er ihr von seinen Gefühlen erzählte, aber dieses Gespräch findet nie statt. Das Mädchen verschwindet, der Junge stirbt allein.
Der Baum trug diese Erinnerung auf und verstaut sie sorgsam in sich. Darauf eingraviert ist ein einzelnes Wort. Neid. Sieh dir meine Erinnerung an. Es gibt da eine Kriegerin. Ihr größter Feind ist eine Bestie, die sie nicht völlig begreifen kann. Wenn sie sie mit ihrem Schwert trifft, erstarrt sie zu einer Salzsäule und stirbt. Aber wenn sich der weiße Rauch verzieht, erhebt sich ein neuer Feind. Und ein weiterer und ein weiterer. Die Kriegerin weiß, dass ihre Bemühungen vergebens sind, aber das Bekämpfen des endlosen Stromes von Feinden erfüllt sie mit einem Gefühl der Freude und Bestimmung. Irgendwo tief im von Drogen vernebelten Verstand der Kriegerin existiert eine vage Erinnerung an eine Tochter. Vielleicht gibt es das Kind nur in ihrem Kopf, die sterbenden Überreste eines mächtigen Traums. Sie weiß es nicht. Ihr Freunde und Gefährten kommen und gehen. Manche fliehen verfolgt, manche werden gefressen. Sie begann ihren Kampf mit 23 Kameraden, aber die meisten gibt es nicht mehr. Der Körper der Kriegerin erzittert. Zunächst versteht sie nicht, warum. In dem Moment, als sie das grimmige, tiefe Geräusch vernimmt, ist die Arena auch schon von Dunkelheit erfüllt. Die Kriegerin blickt auf und sieht sich einer Bestie gegenüber, die so groß ist, dass sie den Himmel verdunkelt. Sie lacht. Das hat sie schon getan, solange sie zurückdenken kann. Vom Blut und Schmerz und Schmutz bedeckt, lacht die Kriegerin. Sie lacht und lacht, bis die Stadt, die ihre Tochter beherbergt, zu einem Haufen Staub zerfällt. Diese Erinnerung besteht schon seit geraumer Zeit. Sie ist mit einem einzigen Wort verbunden. Verlust. Sieh dir meine Erinnerung an. Ein roter Drache fällt vom Himmel. Ach, diese Erinnerung ist verloren. Wie schade, sie war eine meiner Liebsten. Nach vielen Jahrhunderten voller Erinnerungen merkte der Baum, dass seine sorgfältig bezeichneten Erinnerungen zu schwinden begannen. Einst für die Ewigkeit bestimmt, schienen die Erinnerungen für immer zu verschwinden. Der Baum empfand dabei keine Trauer, dies war eine Emotion jenseits seines Vorstellungsvermögens. Er hatte jedoch das klare Gefühl, dass etwas fehlte. Der Berg an Erinnerungen, die er so sorgfältig gesammelt hatte, war verschwunden. Der Baum steckte seine Äste aus, soweit er konnte, aber es flossen keine neuen Erinnerungen. Das Reservoir an Erinnerungen war eine schwarze, leere Grube, ein ausgestorbener Ort, der einst vor Leben sprühte. Der Baum hatte seine Bestimmung verloren. Er konnte nichts weiter tun, als durch die wenigen verbliebenen Erinnerungen zu gehen, die auf dem Boden unter seinen Ästen verstreut lagen. Daher war der Baum erfreut, als der Mann und sein Gefährte den Raum betraten. Nun, hier ist es düsterer wie in der Hölle. Der Raum, den Agner betreten hatte, war fast vollständig leer. Alles, was er sehen konnte, waren ein paar Kristalle, die scheinbar willkürlich über dem Boden verteilt waren. Als er einen der Kristalle aufnahm und einen Blick hineinwarf, sah Agner plötzlich einen bekannten Ort. Es war der Märchenwald, seine Bewohner, Gefangene ihrer eigenen Träume. Ich entschuldige mich, dachte der Baum. Das ist alles, was übrig ist. Während Agnel verblüfft das Juwel anstarrte, erhob sich aus den Tiefen seines Geistes plötzlich eine Stimme. Die Stimme flehte sie an, ihr zuzuhören. Es war ein Befehl, ihm Folge zu leisten, war unausweichlich. Schlagartig realisierten die beiden, dass sie zuhören müssen. Sie müssen zuhören. Sie! Eine kleine schattenhafte Gestalt erschien aus dem Boden. Es sah wie ein Schatten aus. Der Schatten ergriff zahlreiche Juwelen mit seinen Händen. Weitere Juwelen purzelten wie bröckelnde Zähne mit einem Geklimper aus seinem Mund, bevor sie für immer verschwanden. Die Kreatur missbrauchte die Erinnerungen und behandelte die wertvollen Objekte wie eine Sammlung billiger Spielzeuge. Dieser Schatten scheint die Erinnerungen aufzuzehren. Dieses kleine Ding, das kann doch kaum der Mühe des Tötens wert. Das ist doch kaum der Mühe des Tötens wert.
Ich kann gerade nicht mehr lesen, entschuldigt. Der Baum streckte einen Ast in Richtung Arknai aus. Ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden, schlug Arknai mit seinem Schwert auf den Schatten ein und stützte ihm den Bauch auf. Juwelen platzten aus dem Schatten heraus und verstreuten sich über den Boden der Kammer. Sieh an, dachte der Baum, da ist die Urteilserinnerungen, die ich verloren hatte, und Befriedigung und viele andere. Ja, das ist gut. Der Baum öffnete seinen Mund und versuchte zu sprechen, aber er gab keinen Ton von sich. Ein Jahrtausend der Stille und Einsamkeit hat den Baum bestimmte Dinge vergessen lassen, aber anstatt sich darüber aufzuregen, freute er sich über die jüngste Entwicklung. Er konzentrierte seine ganze Kraft auf das Rätsel der Sprache, brachte notdürftig einen Ton heraus und versuchte es dann erneut. Ich frage... Er spuckte einen schimmernden, grünen Juwel aus. Nochmal. Ich frage euch... Geht doch. Was war die Farbe des verlorenen Neids? Ich denke, dass es braun war. Er hat gesprochen, dieser Schatten besitzt Intelligenz und Gefühle. Wen kümmert's? Arknai ignorierte den Kommentar von Weiss, während sein Schwert den rechten Arm des Schattens abtrennte. Der Schatten streckte seinen verbliebenen Arm nach Arknai aus. Ich muss ihn berühren, ich muss Kontakt herstellen. In dem Moment, in dem seine Finger über Arknai stichen, verspürte der Baum ein warmes Gefühl in ihm aufsteigen. Etwas Heißes floss durch seine Finger, seinen Arm hoch und durch seinen gesamten Körper. Es waren Emotionen, mehr als das Dasein in den letzten Jahrhunderten erfahren hatte. Der Baum schrie vor Überraschung und Freude auf. 1000 Jahre allein, 1000 Jahre in ruhiger Einkehr. Der Baum fühlte sich, als würde er auseinanderbrechen. Jahrhunderte hatte der Baum alleine verbracht, sein Herz versiegelt hinter schweren Ketten. Aber das war nun vorbei. Neue, mächtige Gefühle bahnten sich ihrem Weg und erfreuten sein Herz. Dies war mehr als die einfachen Emotionen, die er empfinden sollen könnte. Es war die Geburtsstunde einer Seele. Und der Mann war der Schlüssel. Dies war das Versprechen, das vor langer Zeit gemacht wurde. So sollte es eingelöst werden. Der Bauch des Baumes begann zu schmerzen. Eine neue und unangenehme Empfindung. Aber die Zeit war noch nicht reif. Ich frage euch, wie viele verlor die Kriegerin, die die rotäugige Bestie bekämpfte? Es war ihre Tochter und 23 Freunde. Okay, die Rätselzeit ist vorbei. Ich werde diesen dummen Schatten ein für alle Mal töten. Etwas Rundes und Glänzendes fiel aus dem offenen Bauch und rasselte auf den Boden. Der Schlüssel, rief das Buch. Nimm den Schlüssel! Das Schwert des Mannes hielt inne. Die Zeit um sich herum schien sich zu dehnen, zu strecken und zu verlangsamen. Zeit ist von höchster Bedeutung. Das nächste Wort musste gehört werden. Die Worte explodierten. Es wurde schwierig, ihre Bedeutung zu erkennen. Der Fundus an Erinnerungen begann zu zerbrechen, während sich eine unendliche Schwärze den Weg in die Mauer bahnte. Weil diese Welt bricht auseinander. Wie kann eine Welt aus Buchstaben die wichtigste Sache Welt Jona oder Jona? Ich nehme das erste einfach. Das Licht war vollständig. Die Erinnerungen verschwanden. Die Identität des Baumes begann sich aufzulösen. Als die Buchstaben langsam verblassten, wurde Arknai zurück in die reale Welt gezogen und der Baum war zufrieden. Da sind wir wieder. In der normalen Welt. Was zur...
Mir ist nie aufgefallen, dass Schatten rational denken können. Das kümmert mich nicht, ob sie Stepp tanzen oder Geige spielen können. Kann ich nicht mal etwas töten ohne diesen ganzen Voodoo-Quatsch? Da der Baum besiegt ist, müssen wir uns nicht länger darum sorgen, in seiner Buchstabenwelt begraben zu werden. Natürlich nur, solange die Zeit nicht zurückdreht. Der Schlüssel Gedächtnisbaum erhalten. Damit haben wir den nächsten Schlüssel. Wir sehen uns im nächsten Part bei Let's Play Nier. Ich bin 897. Bis dahin. Ciao.